Moin moin moin, willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband vom Drago Basler. Ja, wir haben das letzte Mal uns wieder gefangen nach den zwei nervtötenden Parts. Und jetzt sind wir recht gut dran. Also, ja, wir haben ein Turnier gewonnen. Wir haben eine Quest erledigt. Ich hoffe, er ist da. Ich glaube, der Klagus war es, gell? Ja, schön. Wer wird das leihen? Ah, okay. Nach Rayadin. Ja, okay. Schenke ist nichts. Ah, der Lösegeldvermittler. Wieder Geld verdienen. Das können wir recht gut Geld verdienen, hä? Das ist toll. Der Ceremos hat wieder ein Level up. Du hast es auch verdient. Du hast mehrere Gegner getötet, wo du ja nicht so gut bist. Wundbehandlung musst du nehmen. Sollen wir dir nochmals Intelligenz? Eigentlich schon, hä? Aber ich muss dich irgendwie ein bisschen besser ausbilden. Also mal Waffenfähigkeit noch nehmen. Der Alien, der ist Nahkämpfer, Reiter, Schild, Stärke und ja, Eisenschwert ist wichtiger. Ja, du hast eigentlich eher Zweihandwaffen, aber das kannst du ja leveln. Ich will dich später einfach mit Schild equipen hier. Und du bist der, ja, auch Intelligenz. Ja. Spurensuche ist wichtiger. Und Sichtweite ist ja nicht so wichtig. Gut. Oder nein, wir machen das anders. Intelligenz und die zwei unten. Weil Spurensuche bringt ja nicht viel. Also das Problem ist einfach, dass wir die Spuren eigentlich gar nicht immer sehen und ja, ist einfach schwer, oder? Okay, gut. Einhandwaffen, Stangenwaffen. Stangenwaffen. Speichern als nach Turnier. Rayadin. Wie heißt es? Rayadin. Okay. Los geht's. Ich denke, Ema ist geschützt, weil wir jetzt niemand mehr angreifen von Nords. Ja, ich muss dann schauen, wie ich das mache. Wenn ich eine Burg habe, müsste ich eventuell die Dörfer nicht mehr so richtig beschützen. Ich kann halt in den Dörfern nichts stationieren. Deshalb, ja, ich weiß es nicht. Aber ich will ja vorwärts machen, eigentlich. Also so, dass es nicht das Let's Play in einem Part fertig ist, aber sich einfach ja den Spaß auch habe noch und so weiter. Und ja, die Interesse geht halt weg. Ich sehe es. Moment kurz.
toll, ich sollte eigentlich den Part beenden, wenn die natürlich die ganze Zeit anrufen. Aber ich bin losgerannt. Also. Ja, ich hätte sogar anfangen sollen. Ja, macht nichts. Ein bisschen überspringen. Hm? Gut. Tut mir leid einfach, weil... Ja, ich muss bei Telefon immer rennen. Ich mach meinen vernichtenden Gegner 0 Schaden oder 3 Schaden. Einfach mal ein bisschen abknallen lassen. Wie süß das ist. Ihr müsst einfach so machen. Mehr müsst ihr nicht machen, ihr Soldaten. Einfach Schnitzel. Weg da. Nein, nicht gefangen nehmen. Freilassen. Sklavenjäger. Slave Crush. Na, den Scharfschützen noch. Hm. Den will ich austauschen. Vielleicht den hier. Nein, das Teil. Ich ist der da. So. Gute Stiefel. Also teure Stiefel, nicht gute. Ich könnte allen die Reputation ganz nach oben bringen. Dass alle mich mögen. Nein, Devilion! Nein, es wird belagert. Ich muss es retten. Rehadin darf nicht fallen, die Quest zuliebe. Oh, ja. Bitte das. Ich will die. Oh, ich könnte die retten. Genau. Wir töten einfach Gerard. Auch wenn der wahrscheinlich plötzlich dann mein Dorf angreift. Mechin. Komm schnell bitte. Schneller. 3-0, 3-4. Ja, wir erreichen ihn. Graf Ries ist hier. Aha. Schmutzpuckel, Garstiger, ich werde euch wünschen lasse. Ihr werdet nie geboren. Ist das ein... Ja. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich kenne ja Deutschland nicht so gut. Ich bin ja Schweizer, aber... Sachse. Das ist ein Sachse, glaube ich. Wäre. Los, ihr Lümmen. Hau ab, du Scheißhaftträger. Natürlich dürfen die angreifen, aber ich nicht. Danke, dass du mich erledigst. Aber ich hätte ihn auch erledigt. Reiter müssen noch. Die halten mich auf. Das Getümmel im Kampf ist riesig. Heftigst. Wo haben wir noch? Da drüben. Ja. Einfach alle Huskale niederrennen. Das ist wahrscheinlich eine Huskale. Klingenschwester, yay. Zweimal habe ich die Schlacht gewonnen. Nicht schlecht. Ihr seid nun mein Gefangener. Sehr schön, ihr habt mich befreit. Dafür stehe ich ewig in eurer Schuld, mein Freund. Oh ja, Walischin. Okay. Hey, ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Oh, 0 von 7. Ihr gewinnt Ehre.
Ich danke euch, o Fürstin, ich vergesse niemanden, der gut zu mir gewesen ist. Auch er. Ihr habt mich befreit. Dafür stehe ich auf ewig in eurer Schuld, mein Freund. Herr, ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Ich danke euch, o Fürstin, ich vergesse niemanden, der gut zu mir gewesen ist. Der Berenz, der muss unbedingt in mein Ding gehen. So, mein Ding werden. Ja, Beschützer sozusagen. Gut, was wollen wir nehmen? Wir wollen eine Infanterie. Können wir das nicht? Ah, doch, einstellen. So, zwei Infanterien. Die Bauersfrau natürlich. Und Wege-Veteranen. Wege-Bogenschützen. Ja, es reicht. Nein. So. Ich will auch ein bisschen Abwechslung. Gut, dann nehmen wir die Schlechten. Wo haben wir die Schlechten gehabt? Da. Und die Besseren nehmen wir rein. So. Noch mehr. Gut. Lederrüstung. Pfeile. Schön. Ja. Einige Soldaten können befördert werden. Schmira, du hast dich auch gut verheiratet. Also, du bist eine gute Kämpferin. Ja, wir müssen... Konstrukteur... Wenn wir Stärke machen. Aha. Dann machen wir jetzt mal auch Stärke, Eisenschwade. Und hier machen wir Werfen. Bis wir eine Wurfwaffe finden, ist es halt schon Ewigkeiten her, aber ich will schon ein paar haben. Sklaven Aussehe. Rodok Search. Nein, ich lasse die Sperre. Okay. Sehr gut. Gut. Gut Schlag. Also, jetzt müssen wir die hier ein bisschen weghauen. Ah, sie sind weg. Die haben nur kurz belagert und sind dann abgehauen. Okay. Danke. Ihr habt mich eskortiert. Jetzt gehe ich in das Puff und werde ich mich amüsieren. So, ja, habt ihr gut statt die unerträglich, ja, dann verkaufen wir hier nichts. So. Wie ist die hier? Okay. Ja. Dann gehen wir mal kurz zum Gildenmeister. Ich weiß jetzt nicht, ist die Quest erledigt? Scheinbar schon. Ich will mal kurz gehen. Wo ist der Gildenmeister? Wo ist der Gildenmeister? Hallo. Ja, hier sicher mal nicht. Wieso sind die so gut gepanzert? Das ist ja Wahnsinn. Da ist der Gildenmeister. Hallo. Ja. Okay, ja, ein Produktionsgewerbe möchte ich ja auch kaufen, aber das natürlich in Veluca. Gut, Anmerkungen. Ja, Quest ist erledigt. Friedensabkommen. Oh, die haben Frieden gemacht. Nicht schlecht. Aber jetzt... Praven. Also müssen wir nach Praven. Gehen wir nach Praven.
kurz nach Dirim. Da ist Emirin. Und unser heißt ja Emmer. Emmer und Emirin. Sind fast gleich. Nicht ganz, aber fast. Gut, Schenke. Bauer. Das ist sehr schön. Ja, ich liebe. Marktplatz, Waffenhändler. Ah ja, mal kurz schauen. Stadt hier scheint zu blühen. Sehr schön. Ihr macht es schon gut, aber zu wenig gut. Damit die alle Städte ja, blühen und gut sind. Liebes Valien, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Vielleicht kann ich euch noch ein bisschen helfen, hä? So. Waffen, langbadisch. Alles nur. So, Wurfpfeile wären nicht schlecht für die Truppen mit Wurffähigkeiten. Lamellenweste oder sowas. Sieht auch komisch aus. So, Dele. Haben wir das wieder aufgestockt. Jetzt möchte ich nochmal kurz in die Schenke. Da ist nichts mehr. Also, wo ist das? Ihr Liebe. Wir sind zu der Lime. Ihr Liebe. Die Liebe. Da ist auch was los, hä? Immer noch mit Kanakel gegen im Krieg. Heftigs. Ah, greift die Banditen an. Wir jetzt einfach mal mit runter. So. Jetzt reitet hoch, wir müssen hochreiten. Ja, okay, weg. Also wahrscheinlich werde ich Floys Mod wieder let's playen nach dem Ding. Lady ist eine Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Ja, einer Verwundete. Aber Verbündete! Bauern sind nicht gestorben. Cool. So. Ey, Verhältnis hat sich verbessert. 8 schon. Cool. Also, dann machen wir Lady Level Up. Und zwar... Ja, müssen wir das eigentlich noch machen? Die ist nämlich viel schlechter als die andere. Ich denke, ja, es wäre schon gut, wenn wir die machen. So. Die Clady. Sonst müssen wir nichts mehr befördern. Dann gehen wir direkt nach Praven. Immer geht's gut. Ich hoffe, das bleibt so. Befördert. Ich muss mal kurz nochmal speichern. Und zwar das hier. Brav. So. Ich sollte vielleicht hinschreiben, was ich als nächstes machen will, wenn ich speichere. Wäre vielleicht ein bisschen besser. Weil ja, muss ja nicht immer Monika Basler stehen und dann noch etwas dazu. Das bringt ja nicht viel. Graf Deglan. Wie mit again. Ihr hört, ihr habt Gerd bekämpft um Sieg. Ich wünsche euch Freude über euren Sieg. Eike.
Das habe ich doch mal bekommen. Oder? Ich glaube, das war das Dorf, das wir bekommen haben. Gehen wir mal kurz nach Sune. Yay! Gisim hat sich von Arm nach Seram verändert. Yeah! Wie im König aus, der zieht der Konfi... Jetzt bekomme ich Aike wieder. Wir nehmen es natürlich an. Wo ist denn Aike schon wieder? Da unten irgendwo. Ja, das ist Amaschke. Ah ja. Das haben wir noch nie gehabt, hä? Doch, wir haben das mal bekommen. Kurz, und dann wurde es ja wieder belagert. Also die Stadt eingenommen. Stimmt. Ja, ja. Haben wieder drei Dörfer. Haben wieder mal ein bisschen mehr Tax. Und so weiter. Gisim, was ist denn los mit euch? Da hat immer noch das hier. Bugulun. Haben wir schon Ewigkeiten. Ich kann da nicht. Sorry, geht nicht. Diese Quest ist mega nervig, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass wir da durchkommen. Ah, wahrscheinlich ist Rodok im Krieg gegen so eine Art. Okay. Geht die alle nicht nach Braun? Oder war die schon in Braun? Troubadour. Oh, ein guter Bogen haben wir aber. Nein, wir haben einen Kriegsbogen, aber... Ah, wir haben einen Kriegsbogen stark, genau hier. Ja, ist der gleiche Bogen. Ein Zweihänder ausgewogen. Geschwindigkeit 96. Ja, ist schneller, aber natürlich nicht so stark. Hm. Ja, ich möchte unbedingt eine bessere Rüstung irgendwie haben. Wir haben viel Geld, aber wir müssen noch mehr Geld haben. Ich bin sehr ein Sparfuchs, das seht ihr. Nicht mehr so viel ausgeben. Burg Almer wird nicht länger belagert. Aha. Zwei wurden Ding. Was ist denn Kaitin? Mann, nicht. Was ist denn los mit euch? Heieiei. Langes Breitschwert ausgewogen. Langbadisch, Bonus gegen Schilde. Seid eben immer langsam und ist eine Stangenwaffe. Wieso sind die starken Waffen immer so langsam? Hä? Gibt's keinen mehr? Sie haben doch gesagt, den Praben. Oha. Scheinbar wenn mir die Burg... Oh nein, dort ist die Kiste, aber... Ja. Hm. Was ist denn los? Wurde das abgesagt? Naja, ich brauch's ja sowieso nicht. So, jetzt gehen wir Suna, Uxal und dann Veluka, hm? Und werden dann eine Ding kaufen, wenn es nicht zu sehr ist. Ah, es wurde wieder normal, hä? Was war das? Ah, Karawan. Hm, ich will mal kurz mit dem reden. Mhm. Aber ich habe auch Leute gerettet. Ich möchte kurz noch eine Quest vielleicht... schauen, hä? Ob du eine Quest hast. Okay, Waldbanditenjagen. Easy. Ja, muss irgendwo hier unten sein, hä? Der will immer, dass ich Banditen jage. Der ist so ein toller Mensch. Lieblingsbeschäftigung. Lasst uns Banditen jagen gehen. Los. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit in diesem Part. Ja, da muss man kurz...
kurz noch schauen, wo das Banditenlager ist. Und dann gehen wir im nächsten Part rein. Hm? Aber hier ist überhaupt nichts. Ich glaube, es ist oben im Norden. Drüben kann es auch nicht sein. Ne? Es sind keine Banditen hier. Ja, da muss es da oben sein. Das kann nicht hier sein. Wir gehen jetzt mal hier durch. Da ist es meistens auch. So, ja, da ist es nicht. Ibiran. Oha, die kommen zu mich. Die kommen zu mir. Ja, sorry, ich muss zurück nach Emer. Die greifen eventuell Emer an. Nein, die greifen Uxal an. Was wollen die eigentlich überhaupt? Komisch. Buchhändler, Lösegeldvermittler. Sehr schön. Die wollen ja alle gern wahrscheinlich zurück. Ich muss unbedingt... So. So, was wollt ihr jetzt machen, hä? Keine Chance. Ihr werdet mein Ding nicht einnehmen können. Mein Dorf. Ich werde es verteidigen. Auf Lebzeiten. Helft mir doch endlich mal, Svardin. Wo seid ihr wieder? Keine Ahnung, was die wollen. Nein, schon wieder belagert. Okay, jetzt sind sie nicht mehr hinter mir. Zu weit weg. Noch 39 Tage. Quests. Ja, also dann beende ich dann den Part. Und im nächsten Part werden wir dann ein bisschen Eluka aufrüsten. Also. Ja. Was haben wir hier? Ein Brot. Jo. So. Dankeschön und bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Tschüss.